Ja, hallo liebe YouTuber und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ. Da sind wir endlich. Genauso wie es zum Anfang eines Let's Plays gehört, friss meinen Stinkefinger. Ja, und herzlich willkommen zu Let's Play DayZ. Und zwar haben wir schon ein bisschen vorgezeigt, zum Beispiel habe ich dieses hübsche Baby hier gefunden. Ja, auf dem Weg, wo wir uns finden wollten, haben wir einige Sachen gefunden. Wir haben uns dann entschließen. Jetzt ein Headshot genau in die Scheibe des Helms. Letztendlich haben wir uns in Elektro dann gefunden. Ja, aber hatten dann natürlich, wie es aussieht, schon ein paar Sachen gefunden. Und ich habe leider nur einzelne Kugeln für die Knarre. Ich habe jetzt gerade 19 Schuss. Und wir müssen dann jetzt bald, wir gehen jetzt erstmal in die nähere Stadt. Genau, die Stadt ist Tschernogorsk. Und ich kann hier kurz mein Inventar zeigen. Ich leg mal eben die Knarre weg. Hier, ich habe mega viel Essen und ich esse jetzt auch mal einfach mal was. Jo, ich bin immer noch hydrated. Aber ich esse mal auch noch ein bisschen Reis hier. Hä? Was ist? Ah ja, warte mal. Ja, und nachdem wir hier schon ein paar Mal versucht haben aufzunehmen und es andauernd nicht geklappt hat, weil entweder die Verbindung von Skype abgekackt ist etc. Ja, also ich nehme hier in mein Zimmer auf und mein WLAN ist unten im Keller. Ich habe ein Haus und das ist manchmal ein bisschen beschissen mit der WLAN-Verbindung und so weiter. Und deswegen, ich habe jetzt einfach mal die Tür von meinem Zimmer aufgemacht. Komischerweise klappt es jetzt. Manchmal ist ja selbst so eine Tür ein Verbindungskiller. So, ich habe jetzt was gegessen, jetzt geht's los. Wundert euch nicht, dass hier alles so grau ist. Ich wurde von einem Zombie angegriffen. Hab das nicht gemerkt und dann. Ich habe aber komischerweise nicht geblutet, aber ich bin eben leicht verletzt. Wäre gut, wenn wir vielleicht irgendwie so ein komisches Kind finden. Ich habe vergessen, wie das heißt, irgendwie Celine-Kit oder sowas. Warte mal, ich guck mal nach. Ich habe ja noch diesen Medikit. Guck mal, ob du vielleicht so ein Scheiße, hier ist irgendwo ein Zombie. Nein, hier ist kein Zombie. Guck mal nach, ob du vielleicht Ich hab gerade einen gehört. Nein, komm jetzt, mach hinne. Ja, okay, deck mich so lange. Guck mal, ob du vielleicht irgendwie so ein Celine-Kit oder wie das heißt hast. Junge, ich höre hier die ganze Zeit irgendwo einen scheiß Zombie. Du hast immer so. Das bin ich wahrscheinlich, weil es mir nicht gut geht. Okay, warte. IV Startkit, eine Spritze, das sind diese Wasserdinger, so ein Blood-Dog-Kit und diese Bandagen. Ja, okay, hab ich nicht. Ja, das bin ich. Ich hab grad so gemacht. Scheiße, Alter. Warum machst du Ja, Junge, weil ich von einem Zombie angegriffen wurde. Hast du es immer noch nicht gecheckt? Doch, ich weiß ja. Warte. Junge, nicht mal warte. So, ja, ich muss nur die Sachen wegpacken, damit ich schneller laufen kann. Boah, Alter, ich bin mega am Boosten und so. Jetzt hätte ich vielleicht diese Painkillers gut gebrauchen können. Vielleicht hätten die was gebracht. Warte mal, ich glaube, ich hab noch Painkillers. Ah, nee, ich hab leider keine Painkillers mehr. Schade. Tut mir leid, dass ihr gleich zu Anfang hier seht, wie ich ja so eine scheiß. Egal, Sicht aber wenigstens, habe. Also du hast auf jeden Fall eine Axt, ich auch, und ich habe auch eine Knarre mit Munition, das heißt, du dürftest eigentlich nicht so schnell sterben, außer von einem anderen Spieler, der vielleicht eine M4 hat, aber ansonsten. Hier, aber der gute Philipp hat zumindest eine Feueraxt, ich nicht, aber da die nimmt sich eigentlich nichts. Bei beiden Äxte sind die Zombies bei 2 Schlägen maximal 3 tot. Jo. Und da hinten haben wir schon wieder ein erstes kleines Dörfchen. Ja, ihr seht es nicht so gut, deswegen tut mir echt leid. Es ist alles ein bisschen grau und verschwommen. Ja, aber wir können halt froh sein, dass wir jetzt auch endlich mal aufnehmen können und es überhaupt mit der Aufnahme klappt. Ja, normalerweise hätte es ja mit der Aufnahme geklappt, aber meine Internetverbindung war richtig am Abspacken. Vielleicht war es nur kurze Zeit so. Was liegt denn hier? Achso, Gras. Ja, was liegt denn hier? Achso, Gras. Ja, aber so mitten auf. Weil so mitten auch ein bisschen haschisch rum. Weil da so mitten auf dem Asphalt auf einmal Gras war. Ja, das gibt's auch häufig in irgendeinem Haus. Wir rennen aber nicht zurück in die falsche Stadt, oder? Normalerweise müsste man hinten schon die Hochhäuser am Horizont erkennen, wenn das die Stadt ist, die ich denke. Nein, wir laufen genau in die richtige Richtung. Keine Ahnung, warum das Lass liegt. Uns mal hier in die paar Häuser reingehen. Ich gehe in die hinteren beiden. Jo, ich rüste schon mal die Knarre aus. Da ist ein Zombie. Wo? Ah, ich sehe ihn. Scheiße, der rüstet nicht die scheiß Axt aus. Dann machst du den mal kalt. Warte, bei mir hakt's gerade mega. Warte. Hab ich ihn getroffen? Junge, wie mega ist bei mir gerade hakt. Und tot ist er. Sauber, Junge, das ist immer so in Games. Genau dann, wenn es irgendwie gerade ernst wird oder so, hakt es. Ja, bei mir hakt es ja nicht unbedingt. Ich gehe jetzt erstmal hier in die Häuser rein. Jo, ich auch. Bei mir ist sogar gerade alles ziemlich okay. Toll, ist, ja, das Problem ist alles bei mir ziemlich verschwommen, jetzt ist es schwer zu sehen hier, aber hier ist nichts drin. Ja, das Problem bei mir ist, kaum gehe ich irgendwie in eine Stadt oder so rein, fängt es an zu haken. Ja, dein PC ist eben nicht ganz so
mit dem Spiel kann es sich irgendwie nicht anfreunden. Normalerweise müsste aber dein PC das Spiel packen, aber keine Ahnung, liegt vielleicht auch daran, dass es eine Early Access ist. Jo. Möglicherweise. Ich glaube schon, und ich werde ja auch bald also WLAN bekommen. Ich zocke die ganze Zeit über Kabel. Und möglicherweise ein Zombie. Dann jetzt ist aber wirklich ein Zombie. Auch. Das ist aber echt ein Zombie jetzt. Jo. Das bin nicht ich gewesen, 100 Pro. Ich hab den auch gerade gehört. Scheiße, wo soll denn der sein? Da hinten ist der, oder? Nee, das bist du. Warte, ich komm zu dir. Ja, aber mir sieht alles so kacke gerade aus, weil ich verletzt bin. Dabei habe ich, nicht mehr geblutet. Ja, jetzt spackt das hier wieder rum, geht doch. Jo, bei mir auch gerade. Alter. Ja, ist hier die ganze Zeit am Haken ist bei mir. Wo ist der scheiß Zombie, Alter? Keine Ahnung, ich rüste jetzt mal die Axt aus. Komm, lass uns nicht weiter diesen kleinen Städten hier aufhaben, wir haben eh genug Fressen. Lass uns direkt nach die Große gehen. Wir haben gerade eben schon über eine halbe Stunde verdaddelt, damit meine scheiß WLAN-Verbindung erstmal wieder läuft. Jo, oh, warte, ich leg erstmal die Axt aus der Hand. Alter, als ob ich das bin, wo ist der Zombie? Keine Ahnung, wir werden schon paranoid. Als ob mein Charakter solche Geräusche von sich gibt. Das hört sich an, als ob der am Kotzen ist. Vielleicht, wer weiß, vielleicht ist das ja. Kann sein. Ich kann noch mal eben was essen. Warte, ich bleib mal stehen. Ich esse und trinke noch mal eben was. Hinter dir ist ein Zombie! Junge! Unwitzig, ich hab mich mega erschreckt. Genau deswegen ist es nicht unwitzig. So, lecker, lecker. Junge, wie mein Charakter am Übertreiben ist mit seinem Gestöhne, ey. Das ist noch heftigeres Gestöhne als ein Pornofilm hier gerade. Und die Pepsi trinken, Junge. Was? Wo ist jetzt... ja, geht doch. Das sieht witzig aus. Da steht so ein Typ mit einer richtig dicken Jarre, einem Motorradhelm und einem Rucksack auf der Straße, der noch eine Axt neben dem Rucksack hat und säuft erstmal eine Pepsi. Jawohl, wir können weiter. Jawohl, gut. Ja, das Problem bei mir bei Daisy ist, sobald ich in der Stadt komme, fängt es an zu ruckeln. Jetzt wie jetzt gerade. Warte. Jetzt habe ich gerade einen Zombie gehört. Das muss jetzt ein Zombie sein. Hier wäre eine kleine Stadt. Ich weiß. Hier ist aber kein Zombie. Das bin wahrscheinlich wieder ich, der am Kotzen war. Kann sein. Oder es kann auch sein, dass hier irgendwo ein Zombie irgendwie im Boden oder so hinter uns herglitscht. Kann sein, dass da ein Zombie war und aus irgendeinem Grund, weil es eben eine Early Access ist, jetzt ständig immer noch dieses Geräusch vom Zombie kommt. Kann sein, ja. Da hinten sehe ich schon einen Kran. Und die Hochhäuser. Jo. Glaube ich. Auch. Ja, kommt nee, das waren jetzt Bäume. Sollen wir hier nochmal vorbeischauen? Nein, obwohl, doch, was ist das? Ja, keine Ahnung, deswegen meine ich ja. Von mir aus können wir mal vorbeigucken, kurz. Okay. Ich bin froh, dass jetzt wenigstens alles läuft. Ich auch. Nee, hier scheint nichts zu sein. Ja, ich sehe es. Das ist nur eine kleine Überdachung. Junge! Wohl? Hier liegt doch was. Nee, doch nicht, kann man nicht aufheben. Stöhnt hier schon wieder rum, so wie eine umgebumste Witwe. Da hinten sieht man schon den Kram. Ich habe zwar schlechte Sicht gerade, aber man kann es erkennen. Falsche Richtung, ne? Ich lauf richtig. Ey, ich weiß. Da hinten so, da war gerade schon wieder so ein Zombie-Geräusch. Komm. Junge, mich regt das tierisch auf. Man weiß jetzt nie, ob wirklich ein Zombie hinter einem her ist oder nicht. Warte, wer weiß, wie viele Folgen ich jetzt die ganze Zeit hier mit dieser scheiß Schwarz-Weiß-Sicht rumgammeln muss. Naja, so ist das normal in Daisy. Harte Welt. Jo. Aber das wird sich ja auch nach einer Zeit verflüchtigen, also. Spätestens wenn ich gekillt werde. Jo, spätestens dann. Auf hier, ich kann mal eben die Serverliste schreiben. Sind nicht so viele on, aber ein paar. Und ich glaube, ein Clan ist auch on. Zwei Spieler. Clan. Ja, ich glaube schon, KMK ist da. Ich glaube, das ist ein Clan. Scheiße, ich seh's. Naja, wir sind natürlich noch nicht gut ausgerüstet, wehren können wir uns nicht. Aber also, auf dem Weg hierhin hab ne Knarre. Ja, eine Knarre mit einem unglaublichen Schuss, Alter. Bis du mal nachgeladen hast, haben die dir schon Faddies verpasst. Warte auf mich, ich bin falsch abgebogen. Junge, wo bist du? Ja, ich komme doch gerade. Junge, du Depp. Leck mich. Tja. Jawohl, da hinten sieht man schon die Häuser. Die Hochhäuser. Ja, da hinten sieht man die Häuser.
Ja, wir müssen aufpassen, dass wir es nicht irgendwie unter den Hochhäusern müssen wir echt aufpassen. Ich habe mir das Let's Play von Sarazar angeguckt und die sind da teilweise richtig rumgeglitscht. Hier Tschernogorsk auf Russisch eben. Habe ich ja gerade gesagt. Oder Tschernogorsk oder keine Ahnung wie es heißt. Ich nenne es einfach mal Tscherno. Ich würde mal sagen, wir rennen da hin. Wenn ich auf den Zielen kommt der letzte Zug, den es noch gibt, und überfährt mich. Die Stadt ist auf jeden Fall die größte im Spiel mit zusammen mit Elektro. Oh, ich habe schon wieder einen Zombie und hab gerade. Alter, das Spiel gerade mega. Da hinten sieht man auch schon wieder so eine Art Fabrik. Jo, lass zu der dann auch mal hingehen. Ja, aber erstmal zu den großen Häusern. Erstmal zum Ortseingang. Junge, du hast einen richtigen Ohrwurm davon. Wart mal ein bisschen. Funky Town. Da hinten kommt irgendwo der Philipp angedackelt am Horizont. Währenddessen wir etwas zurückjoggen. Junge, man sieht das nicht, was du da machst, das weißt du schon. Ey. Ich sehe alles verschwommen. Oh, das hast du scheinbar immer noch nicht verstanden. Klar hab ich das. Ja, ja. Man muss halt gucken, auf welcher Reichweite man das sieht. Man muss sich da verständigen. Junge, du Pisser, warte doch mal. Ich geh doch schon langsam. Ja, du gehst langsam. Dass der mal da ist, kann ich auch noch eine Pepsi trinken. Mhm. Hat Spaß. Ja. Junge, jetzt hat meiner so dämlich wie ein Zombie gestöhnt. Wie der Charakter hier atmen muss, Alter. Ich geh mal eben in das kleine Haus hier rechts. Junge. Ey, ernsthaft, ich glaube, hier war schon jemand. Also es kann gut sein, dass wir gleich in der Stadt auf jemanden treffen und das wird unschön. Kann unschön werden. Weil man darf in DayZ einfach keinen trauen. Ja. Auch wenn ich auf dem Weg hierhin, als ich Philipp besucht habe, einen sehr netten Spieler getroffen habe, den ich auch geholfen habe. Wow! Warst du das? Ja! Junge! Wo bist du überhaupt? Hinter dir! Da! Junge, ich höre auf einmal nur so. Ich weiß, wenn man mit einer Axt schlägt, hört sich das genauso an wie man im Schuss. Ich höre auf einmal nur so. Fiu! Denk, jetzt werde ich beballert. Komm, bin ich im Ort, werde ich abgeknallt. Okay, erstmal Axt weglegen. Jawohl, und morgen dann Starbound. Jawohl, morgen Starbound. Morgen Starbound, Küss, jawohl. Ich habe extra schon einen Server erstellt, damit es schnell geht. Jo, da muss ich weil auch der gute Philipp hat gerade Praktikum und da kann er leider nicht so oft. Und wir sind ja auch noch nicht so alt, dass wir bis in die Puppen bis 1-2 Uhr nachts aufbleiben müssen. Wir müssen ja noch, noch in die Schule am nächsten Morgen und dann machen unsere guten Eltern natürlich auch ein bisschen Stress. Ja. Ah, hier ist die eine Tankstelle, die könnten wir theoretisch in die Luft jagen, aber dann gehen wir weit drauf. Doch komm, wir müssen die in die Luft jagen. Weißt du, wie lange das dauert, Alter? Bei Sarazar und so haben die das gerade eben gemacht. Die haben mit einer M4 bestimmt 50 Mal draufgeschossen, bis die kaputt war. Na gut, wenn wir eine M4 haben, machen wir das. Ja, aber nur mit genug Muni. Sollen wir hier schon mal reingehen? Ja. Ich gehe hier mal rein, das Haus sieht relativ groß aus. Mach, ich gehe in das da hinten rein. Was ist das? Das Spraydose. Ey, ja, und erklär mir das nochmal mit den Spraydosen, das verstehe ich irgendwie nicht. Ja, Junge. Schön, ein paar Racks haben wir bekommen. Ein Bauarbeiterhelm, wenn du Bob der Baumeister spielen willst. Und das ist wieder was zu essen, jawohl. Sehr schön. Wir werden hier richtig durchgefüttert. Jo, war richtig. Warum kann ich das jetzt wieder nicht nehmen? Mach ich aber so. Hey, da oben ist ein Zombie. Dann mach ihn kalt. Ja, warte, ich rüste die Knarre aus. Ich versuche, mit dem Headshot zu gehen. Treppe hochgehen können, oder? Nö, scheinbar nicht. Doch, hier. Du gerade geschossen? Ja. Okay. Okay, der Zombie kommt. Junge, rüste die scheiß Knarre aus. Axt aus. Junge, dass man irgendwie immer 3x1 antippen muss. Jetzt kannst du es aus der ersten Reihe beobachten. Boah, wie der dich angesprungen hat. Krass. Tja, ich habe eiskalt zugeschlagen. Warst du hier schon drin, ne? Ja. Scheint so, ja. Jawohl, die Stadt ist groß. Hier werden wir sicher was finden. Jetzt hakt das schon wieder. Und hier liegt nichts Besonderes. Tja.
Tja, und da ist die erste Folge auch schon vorbei, meine lieben Freunde. Ey, das ist wie immer es so in Chernobyl weitergeht, sehen wir in der nächsten Folge von Let's Play DayZ. Bis dahin. Tschö. Tschö.